Hallo meine Lieben, willkommen zurück in der Physik. Heute möchten wir uns die Lorentzkraft noch einmal genauer anschauen. Erstmal wurde sie benannt nach einem Niederländer, der hieß Hendrik Anton Lorentz und hat tatsächlich bis 1928 noch gelebt, ist ziemlich alt geworden, wie ihr seht, und also gar nicht so lange her. Und wir schauen einfach erstmal, wo sind wir bisher, wo stehen wir im Moment? Wir stehen da. Ne? Stromdurchflossene Leiter, Magnetfeld, können wir beschreiben. Dafür benutzen wir die rechte Handregel und das hatten wir auch schon besprochen. Dann verwenden wir die technische Stromrichtung von Plus nach Minus. Wir haben auch gesagt, dass man einige Jahre nach der Entdeckung dieser Regel gemerkt hat, dass in Wahrheit der Stromfluss andersrum verläuft. Und das gucken wir uns jetzt an. Und zwar schauen wir uns wirklich frei im Raum bewegliche elektrisch geladene Teilchen im Magnetfeld an. Für gewöhnlich sind das Elektronen. Aufpassen, jetzt sind wir bei der linken Handregel, denn es sind einzelne Teilchen, also sollten wir auch auf die echte Richtung Wert legen. Okay, also das ist jetzt eine neue Situation und wir möchten mal einzelne Teilchen anschauen. Ja, zum Beispiel findet ihr die in der Elektronenablenkröhre. Das waren diese großen alten Fernseher mit dem dicken Bauch hinten. Ne? Da sind sogenannte Elektronenröhren drin. Das sind Röhrenfernseher. Ja, jetzt werde ich auch im Unterricht mit denjenigen, die schon da sind, dieses Video anschauen vom Simple Club, Lorentzkraft und linke Handregel. Das stelle ich euch natürlich als Link noch in Teams ein. Ich finde, das haben sie ganz gut hinbekommen. Nur da, wo es spannend wird und mathematisch ein bisschen anspruchsvoll, da knicken sie ein. Ne? Da machen sie Schluss. Am Ende des Videos zeigen sie euch nämlich die Formel, dass die Lorentzkraft als E mal V mal W beschrieben werden kann. Ja, und dann sagen sie, das ist doch super und hier sind wir fertig. Okay. Die sind fertig, wir sind noch nicht fertig. Wir machen noch ein bisschen weiter, denn wir leiten uns diese Formel her. Bevor wir das aber tun, sollten alle erst das Video anschauen. Deshalb bitte ich euch, das jetzt zu machen. Und dann könnt ihr im Anschluss daran hier weiter nachschauen. Also sage ich jetzt erstmal Tschüss und bis später. Okay, jetzt glaube ich, habt ihr euer Video angeschaut. Und seid wieder da. Gucken wir uns mal an, wie es hier weitergeht. Also, wir schauen wieder, was kennen wir. Wir kennen aus unserem Stromwaage-Experiment hier unseren Bill. F ist gleich B mal I mal L. Das hatten wir herausgefunden. Haben wir Messungen gehabt. Da habt ihr F ist proportional zu I rausbekommen. Haben wir uns Leifi zu Hilfe genommen, haben wir gesehen, F ist proportional zu L. Dann haben wir gesagt, jetzt muss noch irgendwie das Magnetfeld mit reinspielen und schon, zack, hatten wir diese Formel F ist gleich B. Das schreibe ich jetzt nochmal genauer auf. Also, kann ich wegnehmen. Genauer und mit ein paar kleinen Tricks. Also, die Lorentzkraft ist die Kraft auf ein Leiterstück der Länge Delta L. Dieses Delta, das ist ein Dreieck und das bedeutet einfach nur, es ist eine gemessene Größe. Das kennt ihr, glaube ich, mittlerweile. Also diese Länge, die könnt ihr mit dem Lineal messen. So. Dessen Z frei bewegliche Elektronen. Z ist einfach die Anzahl. Wenn es jetzt 7 Elektronen sind, dann ist Z eine 7. Und diese 7 oder Z frei beweglichen Elektronen, die bewegen sich in der Zeit, die ich auch wieder messen kann, mit der Stoppuhr Delta T durch den Leiterquerschnitt Groß A. Das ist einfach unser Messpunkt. Das Große A brauchen wir auch, brauchen wir nachher nicht mehr. Gut, und das habe ich jetzt rot unterstrichen. Das, was ich rot unterstrichen habe, das kann ich so übersetzen. Also ich habe ja die Stromstärke I, die ist definiert als Anzahl der Ladungen, die durch den Leiter fließen oder durch den Messpunkt fließen, in einer gewissen Zeit T. Beides kann ich messen. Delta Q kann ich zählen, indem ich sehe, wie viele Elektronen waren es denn. Wenn es jetzt 7 Elektronen waren, dann ist das 7 Elektronen, 7 mal E. Und die
Zeit muss ich einfach messen. Könnt ihr mir folgen, hoffe ich. Ja? Also die Ladung ist einfach gleich der Anzahl der Elektronen. Wir gehen jetzt mal von Elektronen aus. Mit Protonen funktioniert es ja genauso, nur dass die eben anderes Vorzeichen haben und andere Richtung haben. Aber wir bleiben bei den Elektronen. Steht ja auch im Text. Das Leiterstück befindet sich hierbei senkrecht zu den Feldlinien in einem Magnetfeld der Flussdichte B. Das ist ja auch ganz wichtig, haben wir ja auch schon gesehen. Haben wir nicht diese Orthogonalität, so wirkt keine Kraft. Das brauchen wir einfach als Voraussetzung. Okay, Moment, jetzt brauche ich mein zweites Blatt. Es geht weiter. Wir setzen also ein. Da, wo vorher B, I, L war, haben wir jetzt für I Z mal E durch Delta T eingesetzt und aus der Länge ohne das Delta wurde jetzt eben Delta L, weil wir das gemessen haben. Brauche ich aber gar nicht kratzen. Jetzt fahren wir einfach mal ein bisschen um im Sinne von, dass wir das Delta T unter das Delta L schreiben. Seht ihr? Darf ich machen. Ich könnte ja auch das Ganze hier unter einen großen Bruchstrich schreiben und den dann wieder trennen. Das, glaube ich, schafft ihr. Wenn wir jetzt den Teil angucken, da seht ihr schon, das ist doch Strecke pro Zeit. Also gemessene Länge durch gemessene Zeit. Gibt eine Geschwindigkeit. Ach, aha, das klingt schon mehr nach den Simple Physics eben. Das heißt, wir haben jetzt Magnetfeldstärke bzw. Flussdichte, man kann beides sagen, mal die Anzahl der fließenden Elektronen, mal deren Geschwindigkeit, da ist es. Und allgemein sagt man eben, das ist die Kraft auf alle z frei beweglichen Elektronen in diesem Leiterstück. Wenn ich jetzt aber nur auf ein einzelnes Elektron gucken möchte, dann ist ja z gleich 1. Und dann habe ich die Formel aus dem Video. Und deshalb habe ich hier angeschrieben, F Lorentz, einzelnes Elektron. Dann habe ich B mal E mal V. Das ist die Formel, die sie euch im Video gezeigt haben. Oh, ich habe es nochmal in den Kasten geschrieben und ergänzt, wichtig, wichtig, Orthogonalität. V und B müssen orthogonal zueinander sein. F und V auch, F und B auch. Das kommt aber gleich noch. Da steht es schon. Ja, das sieht ja schon raus, was ich mir so als Hausaufgabe überlegt habe. Also, ein Magnetfeld der Flussdichte oder Stärke B übt auf ein mit der Geschwindigkeit V senkrecht zu den Feldlinien bewegtes Elektron die Lorentzkraft FL gleich E mal V mal B aus. Und die machen so ein Dreibein, das meine ich hiermit. Ne? Es ist nicht nur die beiden sind orthogonal, sondern auch die beiden und die beiden. Die Lorentzkraft wirkt senkrecht zu den Feldlinien des Magnetfeldes und senkrecht zu den Bewegungsrichtungen der Elektronen. Sie ändert daher nicht den Betrag, sondern nur die Richtung der Elektronengeschwindigkeit. Das bedeutet, die fliegen genauso flott weiter, wie sie gekommen sind, aber werden umgelenkt, ne? Machen eine Kurve. Blick, wobei, so. Eigentlich gehört das hier oben hin, das ergänzen wir jetzt mal noch. FL orthogonal zu B und auch FL orthogonal zu V. Jetzt bin ich zufrieden. Bei der Hausaufgabe weiß ich noch nicht genau, für welchen Tag die eingestellt wird. Das werdet ihr merken. Ihr seht sie jetzt hier schon mal, aber natürlich gibt es die in Teams. Einen Tipp habe ich aufgeschrieben. Himmelsrichtung von meiner Position aus verwenden, also von eurer persönlichen Position. Und da merke ich mir immer VPK, Lehrerzimmer, VPK, Physikraum. Wenn wir da Richtung Gymnasiumstraße gucken, also die Palotti-Straße runter, da ist Norden. Also ist hinter euch dann Süden. Und dementsprechend, wo sind wir? Links von euch Westen und rechts von euch Osten. Damit geht es ganz gut, der Vorstellung. Also ich hoffe, das hat geholfen. Und hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Bis dann. Tschüss.